Hi Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part in Shrouded. Im letzten Part habe ich ja das kleine Häuschen gebaut bzw. eingerichtet als Speedbuild. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich glaube hier oben in der Ecke könnt ihr das Eingeblendete anklicken und werdet direkt zum Video weitergeleitet. Was ich noch kurz sagen möchte, ich habe ja eine Umfrage gemacht, was ich als 1K-Special machen soll und ihr habt entschieden, 60 zu 40, dass es eine Bau-Challenge für mich auf Zeit gibt. Ich werde dazu auf YouTube noch eine Umfrage starten, aber bis es soweit ist, schreibt doch bitte hier in die Kommentare, was ihr euch genau vorstellt, oder kommt zu mir ins Discord und wir diskutieren darüber. Die besten Vorschläge mit den meisten Likes werden dann als Umfrage hier auf YouTube veröffentlicht. Ich freue mich total. Ich hoffe, ich schaffe es. Schauen wir mal. Und dann würde ich jetzt mal sagen, let's go! Ups, das war ja gar nicht meine Stimme. So, und da sind wir auch schon wieder zurück in meinem neuen Zuhause. Ja, mir gefällt's echt gut. Was ist hier passiert? Hä? Was ist hier passiert? Ich war das aber nicht, Leute. Hä? Das ist, finde ich, jetzt echt schon wieder verspult. Na egal, das muss ich dann auf jeden Fall noch fixen. Es freut mich, dass euch mein Video, mein Bauvideo gefallen hat. Und jetzt würde ich aber mal sagen, gucken wir mal, was wir jetzt im heutigen Part machen. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal den Schreiner, dass ich alle hier einfach vollständig habe und gegebenenfalls dann auch eben noch bessere Sachen mit dem Schreiner machen kann. Wie ihr schon seht, habe ich jetzt einen Ausgeruht-Buff von 18 Minuten. Ich kann auch schon diesen einen Wüstlingskopf da machen. Jetzt weiß ich nicht, war das bei ihr? Bei irgendwem konnte ich das machen, aber da fehlt mir was dazu. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was das war. Was war dann das? Ging's bei ihm? Hä? Also ich bin schon wieder lost, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jetzt lasst uns mal kurz mal gucken ins Tagebuch unter die Quests. Für die Jägerin müssen wir noch eine Spindel holen. Erobere die Wildnis zurück, Schreinerassistenz. Genau, das ist die Quest. Der Alchemist ist überzeugt davon, dass es in einer weiteren Krypta der Erbauer Überlebende gibt, die mit dem Bau der Basis und Stauraum behilflich sein könnten. Standort das da auf der Karte anzeigen. Oha, das ist ja am anderen ADW. Puh, das ist ganz schön weit. Ich setze ihn mir mal als Wegpunkt und dann muss ich jetzt erstmal gucken, wo ich mein ganzes Stuff-Zeugs reingeschmissen habe. Das habe ich nämlich alles hier einfach nur in die Kisten verteilt, ohne drüber nachzudenken. Was natürlich mal wieder sehr schlau von mir war. Jetzt kann ich hier wieder mühsam alles zusammensuchen. So, hier ist meine Waffe. Die Pfeile brauche ich. Das kann ich ja so machen. Die Fackel brauche ich auf jeden Fall auch. Den Wurzelstab nehmen wir mit. Nee, das nicht. Ich wollte eigentlich nur die Heilung mitnehmen. Wasser, Pilze. Die Beeren können wir mitnehmen. Den Bauhammer brauche ich nicht. Die Spitzhacke und die Axt nehme ich auf jeden Fall mal mit. Selbstverständlich brauche ich meinen Bogen. Und die Unglückskeule nehme ich auch mit. Gut, was haben wir hier drin? Die Heiltränke sind ultra wichtig und die Bandagen. Ich suche aber gerade noch diese Zauber. Da sind sie auch nicht drin. Wo ist denn... Habe ich das schon wieder übersehen? Die Heilungszauber. Naja, hier sind sie. Die kommen noch mit. Tomaten. Nehmen wir hier die größeren Heiltränke noch mit. Den Honig vielleicht. Und ja, einfach die Tomaten. Oh Gott, ich bete, ich habe jetzt nicht schon wieder irgendwas vergessen. Na gut. Wir düsen. Dann hätte ich jetzt gesagt, zur Flammenkrypta. Macht das Sinn? Ich mache es jetzt einfach mal und dann schauen wir mal, wo es uns hinführt. Genau. Sind wir wieder beim Anfang?
So, wir müssen ja in die Richtung. Können wir doch jetzt einfach hier runterfliegen. Ich finde es noch ein bisschen verspult, mich dran zu gewöhnen mit dem Doppelsprung. Aber ich glaube, daran werde ich mich auf jeden Fall auch gewöhnen. Oh mein Gott, da schaut man nur kurz weg und schon wird man in den Arsch gebissen. Hey, Alter, ich habe mich gerade übelst erschrocken. Ich weiß nicht, ob man das an meiner Reaktion gesehen hat. Halleluja. Normalerweise bin ich nicht so ein Typ, der sich irgendwie schnell erschreckt, aber jetzt gerade... Naja. Also wir müssen darunter. Ich weiß nicht, ist es das Ding da hinten, was ich sehe? Ich habe ja keine Ahnung, Leute. Soll ich jetzt einfach mal hier blind... Nee, wisst ihr was? Ich düse hier runter und renne dann quasi da über das Dorf, was ihr seht, nach links lang, dort hinter. Und ja, ich werde schon irgendwie ankommen. Und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Wartet mal, was geht denn hier ab? Einmal Sturzflug. Was haben wir denn hier Schönes? Lasst uns da mal kurz reinschnüffeln. Aber zuerst essen, trinken und so weiter und so fort. Gut. Ah, okay. Also ich kann hier gar nichts machen. Alles klar. Hat sich das auch schon wieder erledigt. Dann düsen wir weiter. Boah, da könnte man auch richtig geil in den Stein reinbauen. So von rechts nach links oben. Auch ein cooler Spot. Muss man sich mal irgendwie merken. Ich bin gerade so froh, dass ich ein Spiel spiele, was funktioniert. Weil ich das immer noch nicht geschissen gekriegt habe mit Dragon's Dogma 2. Was haben wir da? Aureolinblume. Muss ich mal gucken, für was man die braucht. Alles hier mitsammeln. Kann ich denn von hier darüber? Muss jetzt mal kurz gucken, ob das irgendwie possible ist. Oh, da unten ist dieses... Hey, da ist ja eine Wurzel. Seht ihr das, was ich sehen kann? Eine Wurzel. Kommen wir da hin? Wisst ihr was? Ich probiere es. Und wenn ich sterb, dann seid ihr schuld. Nein, Spaß natürlich nicht. Ach, easy, cool. Es gibt uns ja gleich wieder Fähigkeitspunkte. Ja, perfekt. Ich glaube, das war die leichteste Wurzel bis jetzt, die ich hatte. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Vielleicht, wenn ich von hier nach da springe? Ich probiere es. Okay, das hat auf jeden Fall funktioniert. Hier rüber. Und hier rauf. Und hier ist eine Kiste. Mit, natürlich, wer hat's vermutet, Schwarzpulver. Quatsch, ich war ja schon richtig. Mit der Axt. Was haben wir hier Schönes? Oh, hier kann ich was plündern. So, diese möchte ich kaputt machen. Geht wieder nicht, dann nehme ich die Spitzhacke. Okay. Ich habe mich jetzt auch übrigens dafür entschieden, dass ich tatsächlich jetzt nicht immer alles plündern werde. Ich werde gucken und dann irgendwie ausloten, was sich wahrscheinlich lohnt und was nicht. Da haben wir einfach dann mehr Zeit, auch einfach das Spiel mal zu spielen und nicht uns die halbe Zeit ungefähr damit zu verbringen, quasi hier zu looten. Aber jetzt schauen wir mal, wo sind wir denn? Das hat es mir gerade angezeigt, aber ich habe es natürlich vor lauter Laberei wieder nicht gesehen. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Haus. Oh nein, da ist ein Wölfle, der daneben springt. Oh, zwei. Komm schon, zupf dich. So, plündern, plündern, plündern. Hier ist es cool. Und... Ach so, jetzt wollte ich sagen, ich sammle ganz fleißig Wasser für das, was ich weggeschmissen habe. Aber der Brunnen ist zu. Also dann eher nicht. Honig, yummy. Yummy tummy. Halt, was ist hier?
Metallschrot. Gebrauchen kann man das. Dann geht es hier noch nach oben. Ist hier irgendwas? Immer schön. Ah ja, hier. Oh, ich brauche einen Dietrich. Dann mach doch mal kurz einen. Kann man nicht irgendwo noch hoch? Glitzert, glänzt irgendwas? Ich glaube nicht. Ach, wir haben einen Feuerball, eine magische Ladung und Feuersteinpfeile. Wird genommen. Ja gut, ich glaube, hier oben war es das dann auch schon. Hier waren wir schon. Dann haben wir ja dann noch hier. Da oben ist eine Truhe. Ich sehe sie ganz genau. Gehen wir rauf. Heilungsstrom bei Alchemist habe ich freigeschaltet. Coole Sache. Können wir uns das hier snacken? Ach, da ist eine Leiter. Leuchtfeuerpfeil. Auch nicht schlecht. Und was ist da? Ach, so ein Würfel. Hallo, gehst du bitte hoch? Danke. Knisternder Zauberstab. Kannst du runterspringen? Ja, jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Es gibt aber auch so viel, was man einfach erkunden kann. Das ist echt, also es ist nicht schrecklich in dem Sinn, aber also nicht schrecklich, schrecklich. Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt kommt der nächste. Junge. Gut. Links oder rechts? Ich nehme auf jeden Fall mal ganz kurz das Ding. Ah ja, ihr habt ja gesagt, in diesem mit der Öffnung wäre nie was drin. Ich glaube, das kann ich bestätigen. Oder? Nee, hier war was drin. Guckt. Wasser. Also lohnt sich vielleicht doch, die kaputt zu hauen. Ja, komm, was soll's. Kurz mal hier die Vasen kaputt und alles geplündert. Hier noch das. Doch, da ist also schon was drin. Salz. Salz ist gut. Salz brauche ich für die Felle. Hier. Was ist hier? Kann man auch plündern, plündern. Hier sind Fellfetzen. Geht's hier irgendwo hoch? Nope. Gehen wir wieder rein. Hier waren wir. Dann müssen wir jetzt hier rein. Was? Boah, Rucksack ist schon wieder voll. Ich krieg einen Rappel, Alter. Warum? Ah, kleiner Rucksack bei Jägerin. Nice. Und wieso? Was habe ich denn jetzt gelootet? Holzscheite schmeiße ich weg. Stein schmeiße ich weg. Den Zauberstab, den brauche ich auch nicht. Pflanzenfaser kann ich auch ganz leicht farmen. Was ist das? Holzsäure. Dieses Nebenprodukt des Kohlebrennofens hat nützliche Eigenschaften sowohl für die Medizin als auch für die Alchemie. Merke ich mir. Oh, hier geht's in the basement. Wo ist die Fackel? Hier. Ist da wieder irgendwas? Ich weiß, Leute, ich weiß. Machen wir das mal kurz kaputt. Mann, verzieh dich. Ja, Quatsch. Was gibt's hier Besonderes? Eine Kiste. Das ist das Besondere. Feuerball und Mana-Trank. Ich gucke gerade, ob ich jetzt hier noch irgendwas sehe. Was vielleicht geheim wäre. Aber sieht jetzt nicht so aus. So, dann. Ah, hier ist noch Wasser und alles Mögliche. Ich schaue jetzt noch, was ich alles plündern kann. Das kann ich abbauen. Ah ja, Rucksack voll. Ach so, ja.
Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Lass mich mal ganz kurz überlegen, was ich jetzt mache. Genau, ich lösche hier wieder kurz mal das Holz und baue jetzt mal hier, will ich eigentlich kurz Steine abbauen, damit ich mir einen Altar hinsetzen kann. Damit ich kurz heim kann. Kurz heim kann, um mein Zeug hier abzulegen. Was macht denn das? Davon habe ich doch auch schon ganz viele. Killt ihr mich jetzt, wenn ich das lösche? I don't know. Ich mache es jetzt einfach, weil ich Steine brauche. So, 5, glaube ich, reichen doch schon. Jawohl. Dann nehmen wir einmal den Flammenaltar, platzieren ihn hier mal schnell. Gegner in der Nähe? Wo? Wo sind Gegner? Mann, geh da rauf. Hä? Hey, das ist ja wieder gemein. Halt, hier ging es doch gerade. Machen wir es halt hier. Reisen wir mal kurz. Ach so, ne Quatsch. Nach Hause. Leute, was mache ich denn schon wieder? Da, nee, das ist nicht das Zuhause. Das ist das Zuhause. Gut, Team. Dann einmal zu irgendeiner Kiste, wo nichts drin ist. Und dann erstmal einfach hier alles reinklatschen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ah, nee, Quatsch. Die kann auch da rein. Die kann ich hier hin tun. Und jetzt ist die Kiste voll, aber wir hatten doch hier auch noch überall Platz. So. Okay. Dann tun wir nochmal kurz unsere Sachen heilen. Unseren Buff haben wir auch wieder. Dann gehen wir wieder zurück. Keine Zeit verlieren. Wir müssen vorankommen. Ich will diesen Schreiner haben. Das Ding ist nur, jetzt wird es auch schon wieder gleich dunkel. Naja. Was soll man machen? Wo muss ich denn hin? Ist es das, wo ich hin muss? Ich glaube schon. Ich frage mich nur, wie ich da hinkomme. Oh, hier ist wieder rotes Miasma. Guckt mal, ein kleiner Besuch. Und ich bin im Miasma und sterbe gleich. So, jetzt kam noch die andere. Weiter im Text. Was ist denn jetzt hier? Also, hier bin ich ja nicht mehr im Miasma. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Das Ding ist genau hinter uns. Also, da. Jetzt ist es halt aber schon wieder dunkel. Das finde ich natürlich total blöd. Also gut. Einfach immer geradeaus. Nimm mal die Fackel in die Hand. Es ist auch so neblig da gerade irgendwie. Aber das ist ja wahrscheinlich das Miasma. Was ist denn hier? Irgendwas schießt auf mich. Aber es ist mir egal. Ich renne straight. Straight um mein Leben. Und wo bin ich jetzt? Wie? Ich werde verfolgt von irgendwelchen Scheißern. Was brüllst du da so hin? Oh, ganz schnell mal kurz. Ich hab auch schon wieder nichts gegessen. Durchsuch mal noch den. Das ändern wir mal ganz schnell. Wie weit ist es denn noch? Nicht mehr weit. Ich muss ja einfach nur geradeaus. Ah ja. Bin ich ja auch schon. Oh oh, ich glaube, das, was ich gerade gemacht habe, war äußerst. Diese Käfer da. Oh, da sind ja Babys. Da sind noch mehr. Oh nein, Hilfe. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Oh mein Gott, was ist das? Hilfe! What is it?
Mann, du verschissene. Also mir reicht's jetzt hier. Was ist das für eine alte? Schieß. Ja, da kannst du noch so viel schreien, du. So. War doch aber noch eine. Standort oben. Ja, wie komme ich jetzt da wieder hin? Kann ich da hochbaggen? Nein, kann ich nicht. Ach, Leute. Ich mache halt aber auch immer so einen Schmarrn, gell? Oh, ich fall runter. Okay, dann hilft's nichts. Dann muss ich mich jetzt irgendwie hier rauswurschteln. Da ist wieder so eine. Ich bin halt aber auch im Miasma. Und hier ist ein Refugium der Flamme. Wie komme ich denn? Was ist denn hier? Schnell bogen dich ein. Oh nein, trink was. Rudel weiter. Ich kann mich doch jetzt hier drinnen nicht treffen. Ha. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Mit einem rostigen Schwert. So. Kann ich denn von hier diese blöde alte killen? Komm runter. Jetzt kann ich halt nur nicht auf den Kopf zielen, aber das ist ja wurscht. Die Katze rennt weg. Also wenn ich nicht bald einen Ausweg finde, dann verrecke ich hier gleich schon wieder. Schizzle, misseli. Ich renne jetzt einfach hier lang. Das war ja klar. Fuck, jetzt habe ich ja... Oh nein, da ist so ein Stundenglas. Schnell. Boah, das war echt jetzt Schwein, Mann. Ich muss hier rüber. Geh hoch. Ich will raus aus dem Miasma. Oh, und jetzt muss ich hier auch mal wieder. Jetzt einfach so. Oh, und da ist auch wieder so eine. Okay, gleich die Bogen. Das verfolgt mich ja kaum. Okay. Tod, bevor du noch irgendwas machen kannst. Oh. Und hier ist ja schon der Schreiner. Oder? Ja. Kate, was? Bank und 34 mehr. Leute, die neue Deko kann kommen. Ja. Jetzt bin ich immer noch im Miasma. Neue Quest. Wie komme ich denn jetzt hier aus dem Miasma wieder raus? Ich düse einfach mal jetzt da lang. Ich will aus dem Miasma raus. Ach, das ist jetzt... Hä? Jetzt bin ich lost. Wo bin ich denn? Wenn hier das Ding ist... Ach genau, da vorne ist das... Das andere Ding. Ich bin aber immer noch im Miasma. Nee, jetzt nicht mehr. Cool. Dann ganz, ganz, ganz schnell nach Hause. Bevor mich wieder irgendwas anscheißt. Das war eh schon wieder so eine knappe Geschichte hier. Eine super Sache, würde ich sagen. Coolo, Bambulo. Danno. Wo haben wir den Beschwörungsstab? War der nicht auch irgendwo hier hinten? Jetzt beginnt die Suche von Neuem. Nein, er war natürlich nicht da hinten. Da habe ich schon reingeschaut. Hier noch nicht. Wo haben wir ihn denn? Ich habe ihn noch vorher gesehen. Ich sortiere das auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ich schwöre.
Wo haben wir ihn denn? Kate Hawthorne, der Schreiner. Kate oder Zate? Keine Ahnung. Was ist denn das für ein Baby? Ich stelle mir jetzt mal kurz dahin. Juhu. Und ich kann mit ihm sprechen. Ich habe natürlich wieder hier drei Quests, die ich annehmen kann, aber mich interessiert mehr, was ich herstellen kann. Einmal den Brennofen. Ah, einen fortgeschrittenen Gleiter. Super Sach. Ein Bett. Ganz viele Tische. Cool. Mann, wieso habe ich nicht zuerst den Schreiner geholt? Egal, eine neue Feuerstelle. Ein Stuhl, eine schönere Bank und hier ist mein Badezimmer. Allerdings natürlich noch in nicht schön quasi. Oh ja, geil, Kronleuchter ist auch super. Türen habe ich, neue Fenster, Regale, Leitern, Geheimtüren, das ist auch geil. Ja, nice. Das ging jetzt am Ende dann doch schneller, als ich dachte. Ich dachte, ich müsste wieder irgendwelche Rätsel lösen, um an den Schreiner zu kommen. Aber hier steht er. Wir haben ihn also erfolgreich geholt. Und damit, ihr allerliebsten Mäuse, würde ich den Part natürlich an dieser Stelle auch beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen super schönen Abend und bis zum nächsten Video. PS, das nächste Video nicht vergessen wird das Bau-Challenge-Video und ich freue mich schon richtig drauf. Also macht's gut, bye!